So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. Ist ja bis jetzt relativ gut angekommen. Einige haben auch geschrieben, dass sie das Spiel auch sogar noch nicht kannten. Dann bin ich ja nicht der Einzige. Und ja, wir machen kurz mal ein Checkup, was wir alles haben. Bisschen Essen, bisschen Trinken, Munition. Trinken haben wir hier noch eine leere Wasserflasche. Die können wir mal da reinpacken. Nehmen wir die Dose mal mit, beziehungsweise die Wasserflasche. Säge muss ich gucken. Ich muss jetzt mal gucken, wie war der Stand der Dinge. Tinder, Storage, Charcoal. Zweimal, okay. Das brauchen wir quasi, um die Streichhölzer zu machen. So, gehen wir mal raus. Warte mal, die Säge kann ich zurücklegen. Habe ich ein Werkzeug? Schrank? Jo, hier. Sehr schön, das Messer nehmen wir mit. Kann ich irgendwo das Holz reinpacken? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt außerhalb. Oder was wollten wir gerade machen? Die Bandage nehme ich mal mit. Hier haben wir, was ist das? Ah, das ist, ja, okay. Ist gerade nur wieder sortieren einigermaßen. So, wir haben 10 Uhr morgens. Hier ist ein Stein, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Wo sind wir? Wo wollten wir hin? Ich gehe jetzt mal los. Einfach mal geradeaus weg. Und wir gucken uns mal ein bisschen in der Umgebung um. Steine nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, wir brauchen für irgendwas Steine. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber dort waren wir schon. Kommt da noch irgendwas? Ich darf mich nur nicht verlaufen. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie man dann auch irgendwie wieder zurückfindet. Muss ich an irgendwas orientieren. Hier ist so ein halblebiger Pfad zum Laufen, aber ist da oben vielleicht was? Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch, okay. Ob hier irgendwas ist? Oh, oh. Oder habe ich mit der Axt keine Chance, oder? Oh ja, hat mich schon entdeckt und schon weg. Sei es drum. Ich glaube, hier oben kommt nichts mehr, ehrlich gesagt. Müssen wir uns wahrscheinlich einen Pfeil und Bogen bauen. Damit wir dann erfolgreich jagen können. So, da hinten ist ungefähr unser Haus. Dehydrated water needed. Ich habe Wasser dabei. Das ist... Oh ja, ich sollte dringend trinken. Drink until enough. Das wird wahrscheinlich alles sein. Ja, okay. Ne, ein bisschen haben wir noch. Hunger haben wir auch. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Dann dürfen wir auf jeden Fall nicht zu weit weggehen. Ich laufe jetzt auch mal hier nach hinten. Dann müssen wir vor, links und dann wieder rechts. Ich bin echt skeptisch, ob wir nachher wieder heimfinden. Hier sehen irgendwie alle Steine aus, ob als man die einsammeln könnte. Den kann man einstellen. Okay, diesen helleren. War hier gerade noch was? Schon paranoid. Und das einsammeln? Nein. Okay, was ist da vorne? Da ist ein Hänger. Bin ich dort irgendwo gestartet oder? Ich weiß es nicht. Doch hier. Nee, warte mal. Okay. Dann, hier gibt es Loks. Okay, kann ich die mitnehmen? Ich kann die natürlich jetzt mit mir rumtragen. Hier ist ein Auto. Ein paar Beeren, die kann ich essen, damit ich nicht direkt komplett verhungere. So, waren wir hier schon? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, hier sind wir gespawnt, wenn mir nicht alles täuscht. Und dann darüber gelaufen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wenn ich mich noch 10-mal im Kreis drehe, dann blicke ich nachher gar nichts mehr. Und Zündkerzen drin, okay. Weil ich die jetzt eigentlich schon mal mitnehmen kann. Reifen. Oh, nice. Weil ich bin mir da nicht sicher, ob ich hier jetzt nochmal herkommen soll. Plus die 3 Minuten muss man die rausschrauben, okay. Hunger, dann kommen, dann esse ich direkt mal die Träubchen. Auch wenn sie nicht wirklich viel bringen. So, hat sie noch irgendwas rumliegen? Ne. So. Okay, da oben ist Berg. Okay, dann laufen wir hier erstmal wieder runter. Ah, Moment mal, was ist hier?
Ah, ich glaube, ja, okay, hier sind wir gespawnt und da waren wir schon oben. Noch ein paar Träubchen, ein paar Steinchen. Sehr gut. Ich gucke jetzt mal hier kurz, ob ich noch irgendwas liegen gelassen habe. Ich glaube es zwar nicht, hier kann man gar nichts machen. Aber vielleicht brauchen wir jetzt schon andere Sachen, als wir vorher gedacht haben. Ist nichts mehr drin. Okay, schauen noch kurz nach oben. Da dürfte aber auch nichts mehr sein. Hier irgendwo was, hallo? Nee, das haben wir alles eingepackt. Die Tür ist wieder zu. Okay, eine Bottle, die können wir mitnehmen. Nochmal checken. Aber ich glaube nicht, dass hier was Wichtiges ist. Sewing Kit nehmen wir mal mit. Oh, eine Wasserflasche. Die nehmen wir natürlich mit. Ist die nachgespawnt, oder? Ich glaube nicht. So. Hier noch irgendwo was? Nein. Ich glaube, dann können wir hier wieder rüber. Und ich glaube, so sind wir dann auch im Endeffekt zu unserem Haus gekommen. Gerade noch eine Blueberry eingesammelt. Jo. Essen. Ein bisschen was. Wir haben wieder ein bisschen was zu trinken. Also daran wird es nicht scheitern. Steine. Leaf. Ich weiß noch gar nicht genau, wofür wir die Blätter dann brauchen. So, jetzt bin ich mal eben wieder zurückgelaufen. Hier brennt noch alles froh und munter. Jetzt sortieren wir mal ein. Die Loks kann ich draußen hinschmeißen. I. Und drop. 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 So, dann sortieren wir mal ein. Metall. Okay, hierfür haben wir noch nichts. Okay, wir haben sogar noch Steine, einen ganzen Haufen. Was ist das? Ah, das ist schon Alkohol, oder? Boost, ja. Hier können wir die Decken drauflegen. Wasser, Steine. Können wir das nicht stacken, doch. Aber wir sind voll. So ist alles noch etwas unsortiert, aber das ist egal. Die ist leer, oder? 100%. Ach, das ist der Zustand der Flasche, okay. So, haben wir irgendwo Blätter schon? Wir haben mit Sicherheit Blätter irgendwo hier. Komm, dann packen wir hier auch mal die Autoteile mit rein. Sewing Kit habe ich jetzt nochmal liegen gelassen. Die Bretter können wir hier dazu. Steine hier rein. So. Okay, die Wasserflasche. Haben wir noch irgendwo Platz? 0,11 haben wir noch. Das reicht dann jetzt. Ich nehme mal vielleicht so einen Schokoriegel mit. Wir müssen uns langsam ums Essen kümmern. So, dann gehen wir mal hier links weg. Stein haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug. Ich habe einige mitgenommen. Und ja, also ich habe echt Probleme, mich hier zurechtzufinden. Ich hoffe nur immer wieder, dass ich zurückfinde. Jetzt gehen wir hier runter und dann gehen wir nach rechts. Das heißt, wir müssen nachher hier nach links hoch. Drüben ist noch ein Haus. Haben wir da schon? Lief. Ich glaube, wir waren hier schon. Jo, hier könnten wir rein. Ist im Prinzip... Oh, nice, das nehmen wir mal mit. Shotgun-Munition brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber... Pickup-Baseball-Bat? Ne, brauchen wir glaube ich nicht. Hier war glaube ich cool. Konnten wir hier hoch? Irgendwie kann man hier hoch. Ja, genau da hinten. Das war glaube ich ganz cool, aber... Ja, brauchen wir nicht. Okay, wir müssen zu der Hütte hier runter und hier lang. Brennendes Fass. So, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen ums Essen. Habe ich jetzt einen Riegel mitgenommen? Ja, ich habe einen Riegel mitgenommen. Sehr gut. Nicht, dass wir hier nachher verhungern. Da unten ist ein See. Vorsicht, Bären. Okay. Dann sollte ich da vielleicht mal noch nicht lang gehen. Vor allem nicht mit der leeren Stamina, die sich nur sehr beschwerlich wieder auflädt. Ich werde jetzt erstmal da hochgehen. War ich da schon? Ist es der Supermarkt? Da werde ich jetzt mal noch kurz hingehen. Oh, you food needed. Okay. Eat.
Stamina geht wieder schneller hoch. Hat jetzt nicht so viel zu essen gegeben. Also, ja. Vielleicht können wir auch irgendwie noch angeln, aber zumindest geht jetzt mal die Stamina wieder hoch. So, ist das jetzt das Haus, wo wir gerade waren? Dann schauen wir mal hier hin. Ich glaube, wir waren hier schon, aber ich will es nochmal überprüfen. Und eben Sachen gegebenenfalls mitnehmen, die wir noch brauchen können. Branch. Stock. Und darunter würde ich noch gerne gehen. Einiges an Stöcke. Leaf. Hallo. Boah, geht. Eieieiei. Grausig. Ich glaube hier, ja, hier waren wir schon. Hier ist alles schon leer. Okay. So, dann laufen wir mal kurz noch darunter. Stamina ein bisschen aufladen. Haben wir noch Platz? Ah ja. Ein paar Brands mitnehmen, wenn wir schon auf dem Weg sind. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir da unten schon waren. Deswegen gehen wir einfach nochmal hin. Ich muss mich jetzt erstmal einigermaßen zurechtfinden. Hier in der Umgebung. Revolver Ammo. Ich habe doch gar keinen Revolver. Ist hier jemand drin? Hallo? Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Hallo? Jemand zu Hause? Ah, hier ein paar Alkoholflaschen, die können wir mal mitnehmen. Das Metall. Ach doch, wir waren hier schon, glaube ich. Das kommt mir das so bekannt vor. Das haben wir, glaube ich, liegen gelassen. Wobei es mir hier drin nicht so wirklich bekannt vorkommt, aber. Ja, ist ja auch schon den einen oder anderen Tag her. Jetzt gehen wir noch kurz nach oben. Auch niemand zu Hause. Und auch die Munition mit. Die Tücher. Sonst noch irgendwas. Das ist ein Searing Kit. Ich weiß gar nicht. Oh, Pair of Batteries. Okay, interessant. Wo man mit dem Searing Kit dann quasi Klamotten herstellen kann oder Leder. Oder wie auch immer. So, da hoch geht's jetzt vermutlich zurück. Wie sieht's aus? Hunger ist immer noch nicht so toll. Ist auch noch nichts gefunden. Daheim haben wir zwar noch was zu essen, aber. Okay, hier ist ein Tunnel, aber der ist verschlossen. Also es ist vermutlich das Ende der Karte. Gut zu wissen. Wir haben, glaube ich, Schnüre. Mich würde mal interessieren, ob wir. Ich glaube, wir brauchen dann auch noch Federn. Und ich glaube, so Pfeile kriegt man mal eben nicht hin. Blueberries, die kann man noch essen. Das ist gut. So für den Snack zwischendurch. Oh, was haben wir hier alles? Leaf, Leaf. Blueberries. Und erstmal die Blueberries. Eat all. Leaves kann man nur dreimal stacken, oder was? Ach, eine Feder. Ah, okay. Die brauchen wir, glaube ich, für Pfeile. Von dem her. So, dann gehen wir mal hier noch kurz vorbei. Also wir müssen aufpassen. Es gibt natürlich auch Banditen. Und wenn wir die treffen, haben wir, glaube ich, kein schönes Leben mehr. Deswegen, bevor wir hier mal irgendwo jetzt hingehen, würde ich einfach mal kurz safen. Derzeit lädt sich auch das Stamina ein bisschen auf. Hunger, wir haben Hunger. Wir müssen auf jeden Fall bald zurück. Ich habe jetzt eh nicht viel zu looten. Ich würde sagen, es ist 12:30 mittags. Wir machen uns mal auf den Rückweg. Was ist das hier? Wasser, oder? Okay, das ist etwas seltsam. So, da sind wir wieder bei unserem Haus. Das ist auch gut. Da können wir jetzt kurz ein bisschen rasten. Weil ich merke schon, die Stamina geht nicht wirklich hoch. Oh, jetzt finden wir hier Federn ohne Ende, oder was? Blaubeeren. Oh, die kann man jetzt nicht essen. Die nehme ich kurz noch zu mir. Auch wenn es nicht viel bringt. Als Stamina zumindest etwas. So. Also immer so schrecklich, wenn diese Soundsequenz aufhört und dann wieder anfängt, dann ist man immer kurz so im Alarmmodus. So. Wir haben Baumstämme. Oh, das Feuer ist aus. Wir haben 9-mal Charcoal, okay. Ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, aber gut. So, wir haben sogar schon Federn. Jetzt packen wir die mal rein, die mal hier rein. Ein Stock dazu. Ast dazu. Passt nicht rein, oder was? Okay.
Ich merke schon, ich habe richtig schon Platzprobleme. Munition irgendwo. Hier, okay, sehr schön. Die kommen dazu. Ja, das sind alles verschiedene Munitionstypen, oder was? Okay, die Batterie packen wir auch mal hier mit rein. Die Alkoholflaschen da dazu. Blätter, Schnur, Sewing Kit. Wie viel kann man da stacken? Sehr schön. So, hier haben wir noch Metall. Was mich ein bisschen stört, ich glaube, ich würde gerne das ganze Metall da haben, damit ich das im Überblick habe, wie viel wir da noch haben. Eine Tüche können wir hier zumindest nochmal stacken, Steine. Ja, ich muss das da nochmal auf jeden Fall sortieren und. So, wir haben jetzt echt ein Problem. Wir müssen jetzt dann langsam mal gucken, gibt es... Okay, wir können... irgendwie Waffen zu bauen oder irgendwas. Bogen. Beziehungsweise Grill Stand müssten wir mal bauen. Dass wir dann auch was braten können. Aber wir, dadurch, dass wir eh noch kein Fleisch haben, das ist, glaube ich, das Thema, dass ich mal die Pistole mitnehme. Falls uns... Falls uns... Was nimmt die? 911 M4 Carbine, okay. Ist das hier? Pistole, okay. Falls uns eben irgendein Tier entgegenkommt, dass wir das auch eben erlegen können. Das Messer müssen wir dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Ah, wir haben ja eins. Nehmen wir zuerst das kaputte mit. Dass wir das dann auch eben ausnehmen können. So, Workbench mal noch kurz checken. Axt. Ja, hier ist natürlich viel mehr Auswahl. Gascan. Die müssen wir uns dann auch bald machen, mit uns Benzin holen, Watering Can. Ich würde jetzt tatsächlich, das ist gut, dass ich daran gerade Harvest, dass ich daran erinnert wurde. Ich würde gern was anpflanzen. Large Clay. Wow, okay. Garden Table. 6 plants total able to be moved by the player. 16 Nägel, 16 Wood, Soil Sack. Wir haben keinen Soil, okay. Haben wir eine Schaufel? Bitte lass uns eine Schaufel haben. Keine Schaufel, okay. Können wir uns eine Schaufel machen? Vermutlich nicht. Also wir können es zumindest noch nicht, okay. Basic Bow. Oh, da brauche ich erstmal Pfeile. Können wir, oh, Basic Pfeil. Okay. Ja. Okay. Schwierig. Wir haben keine Schaufel. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich eine Schaufel auf die Schnelle herbekomme. So, dann craften wir uns doch mal ein paar Streichhölzer. Ah, hier sieht man, wie man Soilsack machen kann. Sleeping Bag. Okay, Doctor. Tech. For name, Chicken Feed, Korn brauchen wir dann. Ein Mörser. Okay, es ist wirklich, wirklich komplex auf jeden Fall. Ein Speer. Craft yourself. Wir machen uns einen Speer und wir machen uns 4 Speere. Wenn ich die werfen kann, hätten wir schon mal was, wo wir quasi. Geht es nur in die Main Hand? Okay. Geht die Pistole in die Second Hand? Nee, okay. Oh, ach du Scheiße. Okay. Starving. Oh, ich brauche Essen. Okay. Ist das der erste Nebel oder? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Beef Can. Okay, ich glaube, wir müssen uns die reinpfeifen. Oh, ich höre einen Zombie. Hoffentlich sieht er mich nicht. War das jetzt schon der Nebel? Ist er wieder vorbei?
Oder ist er noch gar nicht, oder? Hä? Okay. Fatigue, Durst. Ich habe schon wieder Durst. Ich muss auch mich bald mal hinlegen, aber es ist erst nachmittags, von dem her. Okay, war das jetzt... Kein Loot. Ist zum Loot, nein. Okay, ist wahrscheinlich halt, weil es das erste Mal war, noch relativ kurz. Puh, okay. Aber Loot haben sie nichts dabei. Gut, ich habe es ja auch nicht selbst erledigt, aber naja. So, kommen die überhaupt hier hoch, weil es so ein bisschen auf Stelzen steht? Fragen über Fragen. Wir brauchen auch noch Wasser. Ah, wir haben echt viel zu tun. Wir haben echt viel zu tun. Jetzt brennen da die Leichen rum. Hunger, Durst. Was brauchen wir für ein Destillationsgerät? Water Purifier. Ich glaube, das wollten wir bauen. Dann lass uns doch das bauen. Wir haben uns einen Eimer gebaut. Steine brauchen wir dazu. Wasser ist schon mal ein Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. Bauen uns jetzt erstmal hin. Wo bauen wir uns denn den hin? Drin ist schon ziemlich eng. Ich würde den hier vielleicht mal draußen hier hinstellen. So, wir brauchen Wasser. Ein Wasseraufbereiter. Water Purifier. Fire. Rotate. QL. Ist das so? Die Richtung oder ist es egal? So. Minuten. Wir bauen. Wir fangen an zu bauen. Complete. Ich brauche noch Metal Scraps und Firewood. Okay, das haben wir alles da. Oder das sollten wir zumindest da haben. Okay, Firewood haben wir vielleicht doch nicht da. Aber das können wir auf jeden Fall organisieren. Metal Scraps, das packen wir wieder rein. Ich hoffe, wir haben genug. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. So, Firewood. 5 Minuten. Ich weiß gar nicht jetzt, wie viel wir brauchen. Ich mache mal 4 Stück. Jo, 4 Stück. Okay, perfekt. Interagieren. Wir müssen jetzt Wasser reinleeren und müssen einen Eimer rausnehmen. Take. Okay, wir haben Wasser da hinten. Wo hatten wir Wasser? Da können wir kurz mal hingehen. Da ist noch 0,11 drin, das kann ich gleich trinken. Dann haben wir schon mal 2 leere Wasserflaschen. Genau. Nebel? Nee. Das fertige Wasser, gesäuberte Wasser können wir dann hier einlagern. Das ist auch relativ gut, weil wir da schon eine Möglichkeit haben. 16 Uhr, okay, alles gut. Kann man den werfen? Sieht so aus, gell? Ich muss, glaube ich, rechts klicken und dann links klicken. Lass uns mal überraschen. Jetzt zum Wasser. Wasser holen und... So, fill the water. Bottle water. Okay. Fill. 2 Liter unsafe water. Das trinken wir jetzt. Jo, dann können wir das auch direkt auffüllen. Jetzt natürlich war ich so schlau und habe hier mein Inventar voll. Sonst hätten wir kurz da noch drüben vorbeischauen können, aber... Nun gut, es wird eh bald dunkel vermutlich. Bewegen uns lieber wieder nach Hause. Kommen wir da irgendwie hoch? Bin jetzt irgendwie gerade so runtergeschlittert. Und dann können wir schon mal abchecken, wie und ob wir was wir brauchen, um weiterzukommen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel. Das finde ich ein bisschen... Wo muss ich denn hin? Oh nein, nicht runter, nicht runter. Oh nein, mein Sprain ankelt.
Self-Healing, das dauert doch so lange. Ich kann jetzt nicht laufen, oder was? Ach du Käse, ich glaube auch, dass ich einfach hier rüber muss und nicht hier hoch. Das war jetzt natürlich unnötig, aber vielleicht heilt sich das ja über Nacht. Ich hoffe nur, dass jetzt nichts kommt, was uns irgendwie schaden möchte. Oh, da ist unser Haus schon wieder. Sehr schön. So, wir haben jetzt Wasser, das können wir gleich purifieren. Dann haben wir schon mal das Trinkproblem größtenteils erledigt. Ah ja, sie können mich nicht mehr joggen. Ist doch unser Haus, oder? Mach mir keine Angst. So. Ist immer noch so ein bisschen dösig. So, Unsafe Water, 2 Liter Gif. Leere Flasche nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. 2 Liter Gif. So, und jetzt brauchen wir Streichhölzer, Firewood 4-mal. Das können wir gleich machen. Go auf yourself, 5 Minuten. Dann brauchen wir Tree Bark und Matches. Ich hoffe, wir haben noch Matches. Die sind, glaube ich, im Feuer drin, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann müssen wir noch rausfinden, wie wir quasi die Matches wiederherstellen können. So, Water Purifier, Bark. Hä, nimmt er sich das automatisch, oder? Ah, der braucht das jetzt halt. Okay, Distill. Lohnt sich das für 4 Liter? Ja, lohnt sich für 4 Liter. Damit kommen wir erstmal klar. Pickup Bottle. So, 4 Liter drin. Genau, jetzt haben wir die leere Flasche noch, die hätte ich rausnehmen können. Und dann geht es quasi in den Eimer unten und dann kann ich es in der Wasserflasche wieder rausholen. Sehr gut. Hat er jetzt die ganze Packung Streichhölzer gebraucht? Okay, ja, gut zu wissen. Wir brauchen Streichhölzer. Dry Meat, Salz. Streichhölzer. Irgendwo habe ich es gesehen, glaube ich. War hier Streichhölzer, Leather Nails. Lockpick Card Check, okay, krass. Wo haben wir denn die Charcoal jetzt? Ich finde hier nichts, es ist so unaufgeräumt, es ist echt chaotisch. Oh, das ist noch ein Feuer? Stein? Ja, okay, hier ist es noch. So, Stick. Ich brauche dann erstmal einen Stick vermutlich. Packen wir hier mal die Pfeile rein. Craften uns Sticks. 6 Minuten. Split One. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir daraus Streichhölzer? Ah, hier haben wir die Matches gefunden. Ich brauche auch gar keine Sticks, sondern Branches. Ich hoffe, ich habe jetzt noch Branches, weil ich gerade alle Branches zu Sticks verarbeitet habe. Oh ja, okay, nice. Ich weiß jetzt eh nicht, wie viel Kohle wir dann für ein Streichholz brauchen. Hier sind auf jeden Fall 16,1. Okay, nice. Mount 90, okay. Ach, für 10 Stück, okay. 12 Stunden. Ach, du heilige Mutter Gottes. Okay. Wir machen jetzt erstmal 10 Stück. Ich glaube, das sind dann sogar 10 mal 10, oder? Ne, es sind tatsächlich nur 10. Die reichen uns aber erstmal. Weil jetzt ist Nacht. Wir sehen nichts. Und ich würde sagen, wir hauen uns mal ins Nest. Okay, es ist 4 Uhr morgens. Es ist immer noch dunkel. Aber wir können langsam anfangen. Wir sind ausgeschlafen. Und sehen auch langsam wieder was. Ich würde aber trotzdem sagen, ich beende jetzt erstmal hier die Aufnahme. Gebt auf jeden Fall natürlich einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.